Immer noch im Zwischenspiel, verlassen auf eigene Gefahr. Mal schauen, wann er uns wieder schreibt. Schwarze ist deine Katze. Aha. Interessant. Auch nicht weinen. Ich würde ihm gerne schreiben. Die Uhr. Ah, die ist hinter meinem Bild. Die ist auch ist so eine Riesenuhr hinter meiner Facecam. Habt ihr Ideen, was wir machen können? Und der Name, Belial. Das erinnert mich direkt an Diablo. Erstmal hinsetzen. Wie lange geht der Stream noch? Ich habe eigentlich gehofft, dass wir das Spiel durchspielen können. Mal gucken, wie lange das Spiel dauert. Vielleicht bringen wir ihn aus Versehen um und dann ist halt der Stream schon vorbei. Jetzt komm schon. Schreib mir, sitz nicht da in dem Stuhl rum und tu nichts. Das ist ja langweilig. Kann ich ihn irgendwie anschreiben? Verlassen auf eigene Gefahr. Ich würde gern irgendwie Kontakt aufnehmen. Ich kann's verlassen, tatsächlich. Der soll da nicht so lange rumsitzen. Ganz ehrlich, der soll was machen. Das ist voll der Wartesimulator. Ja! Geiler Folgenbeginn jetzt gerade. Wir spielen den Wartesimulator. Da ist die Katze, da ist Quinn. Ein neues Zimmer. Und wir warten. Und mein Handy ist auf Vibration. Es tut mir leid. Oh, Kapitel 7. Dubium. Oh, ist das süß mit der Katze. Ah, er hat gesagt, ich muss einen Augenblick nachdenken. Und dass er sich erschießen wollte, eventuell. Hey da, zurück von den Toten. Hier im Land des toten Mannes. Niemands Land, kein Land. In meinem dunklen, zerrütteten Gedanken treibend bekam ich einen Anfall und verlor das Bewusstsein. Ich hatte einen äußerst beunruhigenden Traum, der 5 Minuten Schlaf zu einer Ewigkeit machte. Ich bin einer der wenigen, die gerne von den Träumen anderer hören. Erzähl mir davon. Ich glaube nicht, dass wir uns gerade leisten können, Zeit zu verschwenden. Vielleicht hilft uns sein Traum. Unterbewusstsein ist was Wichtiges. Ich dachte, wir spielen Stay, aber wir spielen Wartesimulator. Was heißt das? Es war so bizarr. Ich stand in der Mitte eines riesigen Mohnblumenfelds. Überall Mohn. Der Horizont war buchstäblich eine rote Linie. Ich hatte einen Hut auf, den ich nicht abnehmen konnte. Ich blickte zum Himmel und da war dieser riesige Aasgeier, der seine Kreise zog, mit den fernen Wolken verschmolz und wieder aus ihnen hervorkam. Plötzlich, nach ein paar unsicheren Schritten, bäm, platsch, da entstand ein Fluss vor mir mit einem Leichnam, der auf seinem Wasser tanzte. Ich kam näher und realisierte diesen Leichnam. Das war ich. In Schock und Panik übergebe ich mich heftig, übergab. Dann sah ich an mir herunter und erblickte Nesseln, die über meine nackten Füße strichen. Und dann wachte ich auf. Es war die Katze, die kratzte an meinem Fuß. Die Traumanalyse ist ein mächtiges Werkzeug zum besseren Verständnis des eigenen Ichs. Aber was zur Hölle soll das alles bedeuten? Nur du kannst diese Frage beantworten. Hör auf dich selbst. Du vergisst langsam, was hier wirklich wichtig ist. Sei objektiv. Probier's mal mit, hör auf dich selbst.
Aber was kannst du in der Stille hören? Von der Leere meiner Existenz. Gerade durch die Fragen, auf die es keine Antwort gibt, sind die Möglichkeiten des Menschen abgesteckt. Das dachte Milan Kundera und er hatte sowas von recht. Diese Fragen machen mir bewusst, dass ich meine Grenze erreicht habe. Von diesem Punkt aus sehe ich nur drei Auswege. Ich verliere mich im Prozess, ich suche in einer transzendentalen Idee religiösen Glauben oder ich akzeptiere die Absurdität des Lebens. Nicht jeder, der wandert, ist verloren. Jemand Kluges hat einmal gesagt, nicht jeder, der wandert, ist verloren. Nun, mein Freund, das Leben hat ganz objektiv keinen Sinn. Ich finde das eigentlich schöner. Ah, wir haben es hier mit einem Tolkien-Fan zu tun. Nettes Ding, hat mich unwillkürlich zum Lächeln gebracht. Das Wandern selbst kann ein wichtiger Teil einer Reise sein. Weder ein Ziel noch etwas, das zwangsläufig erstrebt wird. Aber gleichwohl notwendig. Und selbst wenn sich jemand inmitten der verschlungenen Pfade verloren fühlt, so findet er doch auf diese Weise zu sich selbst und wird zu der Person, die er sucht. Aber man hat die Wahl, die Reise antreten, um Meisterschaft zu erlangen oder für immer ein Narr zu bleiben. Die Leute sagen gern, dass Unwissenheit und Glück zueinander passen. Welche Wahl stellt sich hier? Ein glücklicher Narr zu sein oder ein erleuchteter Absurdist? Nun, ich glaube, du kennst die Antwort. Du schaffst es nicht alleine. Akzeptiere die Führung. Nein. Ich sollte sie eigentlich kennen. Aber ich tue es wirklich nicht. Und so eine Erfahrung zu machen, die einen den Verstand verlieren lässt, hat mich erkennen lassen, dass es keine richtigen oder falschen Antworten gibt. Vor allem, wenn du nicht einmal weißt, wie die Frage lautet. Das meinte schon Deep Thought und er hatte recht. Aber das Wichtigste ist, ich will sie herausfinden. Ich werde die Frage herausfinden. Wow, all diese philosophischen Nachsinnen hat mich fertig gemacht. Gib mir einen Augenblick, um mich zu erholen. Oh nein, jetzt geht er wieder weg. Ah, den Spruch fanden die meisten schöner. Also ich meine, das andere stimmt auch, aber ich will ihn jetzt nicht irgendwie noch mehr ins Loch schubsen. Es sind welche, die wahrscheinlich über alles debattieren, was jemals über das Silmarillion geschrieben wurde. Nerds. Sehr geil. Kapitel 8. Quid erat illud. Nun. Ich hoffe, ich habe dich nicht verschreckt mit dem ganzen Kram über den Sinn des Lebens. Dann halten wir es doch einfach mit Monty Python und schauen einfach immer auf die Sonnenseite des Lebens. Jetzt habe ich Lust auf Maiden. Also hier war es mal weiter unten, jetzt ging es hoch und jetzt geht es wieder ein bisschen runter mit der Vertrauensstufe. Ist aber immer noch fremd. Stimmung optimistisch. Gott sei Dank. Das ist die richtige Einstellung. Einfach weitermachen. Freut mich, dass es dir besser geht, oder? Die Hauptsache ist jetzt, dass du dich weiter darauf konzentrierst, hier rauszukommen. Nee, machen wir erstmal das. Wir haben ja noch viel Zeit. Dieses Ergebnis hatte ich gar nicht. Ich habe ihm nämlich nicht zugehört. Toll. Ich glaube, grün heißt immer gut. Glaube ich. Um ehrlich zu sein, ich habe auch keine große Wahl. Ich erlebe eine Achterbahn der Gefühle. Ich war super sauer, dann total betäubt, alles scheißegal. Dann kam eine philosophische Phase. Und jetzt habe ich einfach nur höllische Angst. Meine Hormone spielen völlig verrückt. Angst ist hier völlig normal. Hey, du bist auch nur ein Mensch und steckst in einer furchterregenden Situation. Da ist es ganz normal, Angst zu haben. Du hast einige wichtige Dinge in diesem Raum gefunden. Erkunde ihn noch ein bisschen. Entschuldigung. Ich will ihn erstmal nochmal trösten und dann erkunden wir. Grün.
Meistens Angst zu haben, unsere Art mit der eigenen Sterblichkeit umzugehen. Aber die macht mir eigentlich keine Angst. Ich sollte keine Brücken niederbrennen und einfach den rechten Weg beschreiten. Mir ist das Problem bewusst, aber scheinbar kann ich nicht genug Kraft sammeln, um mich ihm zu stemmen. Ich zweifle weiterhin an mir und an allem anderen. Aber ich weiß, dass du hinter mir stehst. Aber manchmal ist nur das Wissen, nicht allein zu sein, genug, um einen durch schwere Zeiten zu bringen. Hier bin ich also knallhart und bereit, mich dem zu stellen, was als nächstes kommt. Sonderbar. Mir bereitet das ein ungutes Gefühl. Hast du was gesehen? Ist was passiert? Wenn man sich schwach fühlt, dann führt das normalerweise zu Unwohlsein. Vielleicht bist du ja nur hungrig. Also ich möchte ihn jetzt gerade echt nicht ans Essen erinnern, muss ich ehrlich sagen. Nein, das möchte ich nicht. Ich habe nichts gesehen. Noch nichts. Aber ich habe auf jeden Fall etwas gehört. Erst nur ein schwaches Summen, aber es schwillt jetzt an. Ich gucke überall. Aber ich finde einfach nicht heraus, woher es kommt. Es scheint von überall herzukommen. Ich werde es checken. Oh mein Gott! Scheiße! Dafür ist das Buch auch gut. Katze, fang das doch mal. Kapitel 8. Schön, dass es dir besser geht. 82%. Mr. und Mrs. Sonniges Gemüt. 82% der Spieler, einschließlich dir, müssen wissen, dass der Gedanke, ihre positiven Schwingungen hätten die Macht, den Lauf des ganzen Universums zu verändern, nicht zu 100% von der Wissenschaft bestätigt wird. Okay. Kapitel 9. Zister. Oh, wow, Mann. Da, wo ich herkam, glaubte ich nicht, dass Elvis am Leben ist oder der Mensch auf dem Mond war. Aber jetzt würde ich einfach alles glauben. Ich habe krassen Scheiß hier gesehen, den ich immer noch zu verarbeiten versuche. Was? Ich will nicht grob klingen oder so, aber bist du da nicht ein bisschen paranoid? Mann, du hast mich ganz schön beunruhigt. Bist du okay? Definiere okay. Ich bin immer noch in einem Stück, nachdem ich mit jeder Menge Heuschrecken gekämpft habe. Heuschrecke, nach dem Alten Testament bringen sie Zerstörung, Verwüstung und Bestrafung. In mittelalterlichen Zeiten symbolisieren sie die Qual und Zerstörung der Seele. Heute repräsentieren sie eine exzellente Proteinquelle und sind mit Honig super lecker. Dann haben wir ja schon was zu essen. Die ich nicht besonders glücklich über meine Anwesenheit waren. Ich weiß also nicht wirklich, ob ich okay bin, aber vollkommen unzurechnungsfähig. Oder? Als Psychologe sollte ich sowas nicht sagen. Mein Fehler. Wie auch immer, in dem Moment, als sie weg waren, ist mir was aufgegangen. Das ist ganz schnäftig. Ich traue mich kaum zu fragen, was du als nächstes erblickt hast. Immer das hier. Ich sah, wie sie sich Richtung Kamin verzogen und plötzlich verschwanden. Ich glaube, ich sollte ihnen folgen. Da muss es einen Weg nach draußen geben. Oder vielleicht auch nur eine muffige, spinnwebenverhangene Höhle. In beiden Fällen könnte das mein Weg nach draußen sein. Oder mich direkt zurück in die Gefahr schicken. Weißt du, das ist einfach unser übliches Dilemma. Wenn ich an diesem Ort eine neue Spur finde, soll ich ihr dann folgen? Puh. Warum ignorierst du sie nicht einfach und gehst den anderen Weg? Es könnte gefährlich sein. Da gehen wirklich ein paar abgefahrene Sachen ab. Bist du dir sicher, dass sie real sind? Es ist beides irgendwie blöd. Versuch's mal mit dem hier. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er verrückt ist. Ich glaube, das tut ihm gerade nicht so gut. Ja, du hast recht. Andererseits,
Es gibt keinen anderen Ort, an den ich gehen könnte. Wenn diese Kabler da nach draußen kommen, dann wird das für mich auch funktionieren. Aber weißt du, ich will wirklich deine Meinung hören. Du bist der, der meine Stimmung hebt. Und ich brauche wirklich deine Aufrichtigkeit und Hilfe. Was sagst du also? Du musst weitermachen, aber sei extrem vorsichtig. Die Entscheidung liegt bei dir. Sieht es sicher aus? Das ist beides rot geworden. Nun, das ist eine nette Methode, mir das Gewicht von den Schultern zu nehmen. Aber ich verstehe. Du hast schon genug auf deinen Schultern. Musst du dich nicht schuldig fühlen, wenn etwas passiert. Vergiss es. Du gibst mir Ratschläge, aber die Entscheidung ist meine. Ich bin mir nicht sicher, aber ich werde meine Chance ergreifen. Hier geht nichts. Oh, scheiße. Ja, stimmt. Ich habe eigentlich... ja, ich wollte halt nur, dass er vorsichtig ist irgendwie. Ach, ich dachte, der klettert den Kamin jetzt hoch. Ah. Na gut, dazu hätte ich ihm sogar geraten. Ich hab's falsch verstanden. Ich dachte, der versucht da hochzuklettern und das ist schon gefährlich. Ah, wie hübsch. Da ist sogar ein kleines Fenster. Vielleicht können wir es einschlagen und da raus? Hey, Kamerad, bist du da? Im Kamin gab es wirklich eine verborgene Tür. Und eine Treppe gen Himmel, so dachte ich zumindest. Aber da ist nur ein düsterer Dachboden. Er ist zugestellt mit verschrammten Kisten voller verlorener Schätze. Von alten Schallplatten bis hin zu kleinen... hölzernen Booten. Kleines Boot. Ohne sich zu bewegen, kommt man spirituell nicht voran. Die Reise erfordert ein stabiles und beständiges Vehikel. All unsere Sinne führen und helfen uns beim Kampf gegen Wind und Gezeiten. Manchmal angebunden. Hallo Katze. Entschuldigung, auf einmal kommt die Katze. Hi. Ja. Hast du vor der Tür miaut gerade, Katze? Hm? Ja, Lilly ist noch da. Hat mich einmal begrüßt und jetzt geht sie wieder. Wollte wohl nur wissen, wo ich bin. Ach, süß. Manchmal angebunden, manchmal treibend, gegen oder mit dem Strom. Die Reise des Lebens, die am selben Ort beginnt und endet. Die meiste Zeit ist es ein einsamer Trip. Das ist wie ein Elefantenfriedhof, auf dem Erinnerungen leise sterben, wenn sie ihren emotionalen Wert einmal verloren haben. Aus den Augen, aus dem Sinn. Hey, Miezekatze, du bist ja wieder da. Jetzt ist sie gerade gegangen, jetzt hat sie gerade die Tür selber aufgekriegt. Ja. Moi. Schmusetiger. Keine Zeit für Sentimentalitäten. Wir reden hier von verschrammten Kisten voller Hinweise, die wir ans Tageslicht bringen müssen. Quinn, der Nostalgiker. Der Dachboden hat den Nostalgiker in dir hervorgebracht. Was sollen wir nehmen? Was nehmen wir? Ja, fein. Das hat sie sich hingelegt. Ich würde mal sagen, jetzt so langsam mal. Ich mache immer das Falsche. Mann, manchmal bist du echt eiskalt, aber du hast recht, keine Zeit zu verschwenden. Entschuldigung. Wir sollten die Vergangenheit als Trampolin verwenden, nicht als Couch. Hab's kapiert. Und er macht noch irgendwas. Oh, cool, ein Rätsel. Aha. Ach, ich kann das auch
Ah, okay. Verstehe. Muss das alles bis da hoch? So? Ich verstehe es noch nicht, was ich hier machen soll. Ah, ich muss das komplett hier rüber schieben nur. Ach so, okay, ja gut, das war ja ein. Ach so, das wird noch schwerer. Du kennst diese Spiele nicht, oder? Also das hier kenne ich nicht. Super, Firo, freut mich. Aber macht ja nichts, man kann sie sich ja irgendwie erklären. Also ich meine, ich habe ja jetzt schon verstanden, was ich tun muss. Aber hier, ach so, doch, warte mal. So. Ha. Nettes Spiel. Okay, ich muss überlegen. Warte mal. Bisschen rumwursteln muss man hier. Aber es geht. Aber ich mag solche Spiele. Ich finde, das ist total cool. Einfach ein bisschen rumprobieren. Meistens funktioniert das dann schon irgendwie. Irgendwie. Aber das ist gerade schon nicht schlecht. Ich schwöre, am Ende hat man so ein psychiatrisches Gutachten durch das Spiel. Wahrscheinlich. Also ich glaube, das war nicht so falsch. Was ich eher fies finde, ist jetzt diese Stelle hier. Wo liegt der Fehler? Ich muss denken. Wo liegt der Fehler? Mitzi. Na, magst du hier herkommen? Magst du dich wieder vor die Kamera stellen? Seht ihr sie eigentlich? Ja, ihr seht sie. Ach, sie ist so putzig. Oh, jetzt seht ihr sie genau nicht mehr, oder? Hey, du. Seht ihr nur den ganzen Klappauz hier hinter mir vom Umzug? Ja, Lilly ist noch da. Wir wissen noch nicht so genau, was wir jetzt mit ihr machen. Schwierig, schwierig, schwierig mit der Kleinen. Mittlerweile ist es. Ja, also sie hat uns adoptiert. Hallo, Lord Helmchen.
Ah, okay, warte mal. Ich könnte den so machen. Dann kann das noch weiter rüber, ne? Aber das hier ist immer noch im Weg. Und dann kommt das nicht durch. Na. Okay. Jawohl! Was gibt's bei dir Leckeres, Uni? Matroschka. Freigeschaltet. Ich bin da auf was gestoßen, als ich mich durch den Kram gewühlt habe. Eine Kiste in einer Kiste in einer weiteren Kiste. Verschlossene Kiste. Versteckt Geheimnisse, Enttäuschung. Vielleicht nur etwas Wertvolles oder Abscheuliches, das zur rechten Zeit freigesetzt werden soll. Vielleicht auch gar nichts. Sowas wie eine Matroschka. Aber diese kleine Kiste ist verschlossen mit einer Kryptex-Kombination. Wenn man kein genialer Codeknacker ist, wird die Kiste verschlossen und wertlos bleiben. Oh, was zum Henker? Ich glaube, ich habe was gehört. Ich weiß, diese alten Dielen knarren, als befände ich mich in einem viktorianischen Pfarrhaus. Aber wenn das nicht eine riesige Maus ist, dann glaube ich fast, dass ich nicht alleine bin. Jetzt bin ich ein bisschen nervös. Ich glaube, ich sehe etwas in einer dunklen Ecke des Dachbodens. So etwas wie eine Silhouette eines Menschen. Aber sie bewegt sich nicht. Ich muss näher ran. Ich hoffe, dass ich bald zurück bin. Oh Gott. Quinn, der Nostalgiker, hat mehr bekommen. Verschrammte Kiste voller Hinweise. Ja, ich habe leider da ein bisschen. Ich wollte halt mal Tacheles, weil das habe ich bis jetzt war ich immer so nett. Unsentimentale. 41% der Spieler, einschließlich dir, sind so kalt wie ein Fluss im Winter. In Oymakon, Russland. Russland.